Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie die Bilder von Hamburg nicht mehr aus dem Kopf kriegen? Über G20 und die politischen Themen spricht kein Mensch mehr. Alle reden nur noch über die Krawalle drumherum. Aber was heißt hier Krawalle? Für viele sah es aus wie Krieg. Wie konnte es so weit kommen und wer ist schuld daran? Bei mir zu Gast jetzt der Experte für Linksextremismus in Deutschland und der Vertreter der Linkspartei im Innenausschuss des Bundestages, ein ehemaliger Polizist. Herzlich willkommen aus dem Herzen Berlins. Ja, man kann es immer noch nicht fassen, was da in Hamburg passiert ist. Und man kann froh sein, dass da niemand zu Tode gekommen ist. Jetzt, wo der Alltag so langsam wieder einkehrt, müssen wir uns aber fragen, wer ist dafür verantwortlich? Haben wir da was versäumt? Wer ist schuld? Wie konnte es so weit kommen? Und haben wir den Linksextremismus bisher verharmlost? Ich freue mich über zwei hochkompetente Gäste zu diesem Thema. Einmal den Extremismusforscher Deutschlands, was den Linksextremismus angeht, Politikwissenschaftler FU hier in Berlin, Professor Klaus Schröder. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Er Tag. Sagt, das war schon die Vorstufe zum Terrorismus. Und es gibt Überschneidungen zwischen der Linkspartei und dem Linksextremismus. Und deswegen haben wir natürlich eingeladen, einen prominenten Vertreter und vor allem Kompetenten der Linkspartei, Mitglied des Innenausschusses, dann auch noch ehemaliger Polizist, Frank Tempel. Herzlich Hallo. Willkommen. Und er sagt, Polizei und Politik sind mitverantwortlich für das, was da in Hamburg passiert ist. Also, das wird eine spannende Diskussion. Herr Tempel, dass man gegen Rechtsextremismus ist, ist irgendwie ein gesellschaftlicher Konsens. Waren wir bisher auf dem linken Auge blind? Nein, ich denke nicht. Trotzdem muss mehr darüber gesprochen werden, weil ich glaube nicht, Konfrontation fehlt, aber Kommunikation und Austausch fehlt durchaus. Mhm. Haben wir den Linksextremismus verharmlost? Waren wir da auf dem linken Auge blind? Ja, große Teile der Medien, der Politiker, der Wissenschaftler haben sich mit dem Linksextremismus überhaupt nicht beschäftigt, beziehungsweise leugnen ja auch, dass es überhaupt Linksextremismus gibt. Ihre Partei ja übrigens auch. Also insofern, das Phänomen linke Gewalt, Linksextremismus wurde nicht so behandelt wie andere Themen. Und mit dem Thema fangen wir auch gleich an, denn das war ja ein klarer Vorwurf auch an Ihre Adresse. Aber schauen wir uns doch erst einmal an, was da Schlimmes und Schreckliches in Hamburg passiert ist. Die schönste Stadt der Welt, wie Hamburger ihre Heimat stolz nennen, zeigt sich beim G20-Gipfel von ihrer hässlichsten Seite. Eine Metropole in Aufruhr. Tausende Polizisten sind im Einsatz, um Politiker und Einwohner zu schützen. Mit mäßigem Erfolg. Manche können den Beginn der Proteste kaum abwarten. So wie es jetzt aussieht, wird es langsam losgehen, ne? Und ich freue mich. Warum? Weil ich mag die Polizei nicht, bin ich ehrlich. Und ja, Randal ist immer gut. Ein gewalttätiger Mob verwüstet unter dem Deckmantel linken Widerstands die halbe Innenstadt. Fast 500 Polizisten werden an diesem Wochenende verletzt. Es grenzt an ein Wunder, dass bei den Ausschreitungen kein Mensch zu Tode kommt. Wie hoch allein der Sachschaden ist, weiß bis heute noch niemand. Die Randalierer haben ganze Arbeit geleistet. Selbst die Männer von der Müllabfuhr sind schockiert. Das ist katastrophal. Also wir haben das noch nie so erlebt. Nicht mal die ersten Mai-Krawalle sind nicht mal so, also nicht mal annähernd so. Es sind auch sehr viele Ausländer hier, die wahrscheinlich andere Sachen gewohnt sind. Daher, aber es ist Wahnsinn. Also wir hatten es noch nie so. Politiker streiten sich angesichts dieser Bilder jetzt, wer Schuld an den Krawallen trägt. Vor Linksextremismus gewarnt hatte schon 2010 Jugendministerin Christina Schröder. Sie forderte 5 Millionen Euro jährlich für den Kampf gegen Links. Heute sieht sie sich bestätigt. Denn ihre Nachfolgerin Manuela Schwesig sah dafür keine Notwendigkeit. Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem. Nicht nur von der Politik frustriert, ist auch der Großteil dieser Demonstranten. Sie gingen friedlich gegen G20 auf die Straße und wollten Aufmerksamkeit für die Themen Afrika und Klimawandel. Nach den Krawallen vergeblich. Ich finde es halt ganz furchtbar, dass der ganze positive Protest durch diese furchtbaren Bilder einfach komplett untergegangen ist. Jeder Krawalltäter, der etwas getan hat, ist zur Verantwortung zu ziehen.
Wer trägt die Schuld an der Eskalation in Hamburg? Waren die Ausschreitungen eine einmalige Sache? Oder waren wir viel zu lange auf dem linken Auge blind? Professor Schröder, Sie forschen an der Freien Universität hier in Berlin schon seit Jahrzehnten das Phänomen Linksextremismus. War Hamburg eine völlig neue Stufe von Gewalt? Nein, diese Stufen von Gewalt haben wir schon seit Mitte der 60er Jahre. Wenn Sie 1968 die sogenannte Schlacht am Tegeler Weg, wo Linksradikale offensiv mit Steinen gegen die Polizei vorgingen, wenn Sie dann an die Frankfurter Häuserkämpfe denken, die Anti-Atomkraftbewegung, Brockdorf-Grohnde, die Häuserbesetzung in Berlin, die ersten Maikrawalle, das alles gibt es schon. Wir haben sozusagen eine Kontinuität linker Gewalt, die nicht jedes Jahr stattfindet und nicht überall, aber in den großen Städten Westdeutschlands, jetzt kommt Leipzig noch dazu aus Ostdeutschland, haben wir so eine harte, gewaltbereite Szene, die auf Anlässe wartet. Die können wechseln, die Anlässe, und dann schlagen sie wieder zu. Man hat das Gefühl, der Feind, der Sichtbare, also jetzt nicht die Klasse und der Kapitalismus und wer weiß was alles, ist der Polizist konkret. Ja, das sind ja im Wesentlichen Anarchisten, Autonome, die anders denken. Die denken nicht tradiert marxistisch-leninistisch, sondern die denken von der Tat her, Propaganda der Tat. Und da für sie ja der Staat nur eine Interessenvertretung des Kapitals ist, greifen sie den Staat und damit auch die Polizisten an. Und die Sprache, die zum Teil gegenüber Polizisten dort vertreten wird, das ist wirklich die Sprache der Unmenschen, zum Teil was... Nicht alle, aber einzelne über Polizisten sagen oder über die Polizei insgesamt, das erinnert schon an die Picks, die wie Ulrike Meinhof früher die Polizei mal. Dann frage ich Sie mal ganz menschlich, bevor es politisch war gleichzeitig. Ja. Natürlich, Sie als ehemaliger Polizist sind immer noch in der Gewerkschaft der Polizei. Was sagen Sie denn, wenn aus Ihrer Partei es auch Stimmen gibt, die das quasi verharmlosen und sagen, die Polizei ist doch selber schuld? Ich werde relativ energisch bei solchen Fragen. Also es geht ja nicht nur um die Verharmlosung von Gewalt gegen Personen, es geht bereits bei der Verharmlosung von Gewalt gegen Sachen los. Da gibt es einen breiten Toleranzraum, also wenn man sich gegen den Staat wehrt, was man dann alles darf. Das ist eine Debatte, die aber in sehr breiten Teilen der Gesellschaft ist. Sie sagten, gegen den Staat wehrt. Nein, so wird es empfunden von der Szene, dass man sich gegen den Staat wehrt. Also da, hier haben wir noch gar keinen... Dissens eigentlich. Insofern glaubt man da, Rechte zu etwas zu haben, was meine Toleranzschwelle bei Weitem übersteigt. Und diese Debatte führe ich dann natürlich. Aber gehen Sie dann in Ihrer Fraktion und sagen mal, das geht zu weit? Oder ich bin selber Polizist, ich könnte ja selber betroffen sein. Ja, also ich bin mit zwei Seiten hier regelmäßig im Konflikt. Durchaus mit linken Strukturen. Mit linken Strukturen meine ich nicht nur die Partei Die Linke, sondern weitaus größer. Ich wohne im Umfeld von Leipzig. Insofern... ist für mich ziviler Ungehorsam legitim, aber ziviler Ungehorsam hat für mich klare Grenzen, das benenne ich auch. Also Gewalt gegen Personen, gegen Sachen gehört definitiv bei mir nicht zum zivilen Ungehorsam. Das artikuliere ich auch, aber umgekehrt mit Polizeibeamten, mit Kollegen, mit Ex-Kollegen über das Thema Deeskalation zu reden, Kommunikation zu reden, die Akzeptanz von zivilen Ungehorsam zu reden, ist die gleiche heftige Debatte. Ich stehe da schon gern mal zwischen den Fronten, mache das aber auch regelmäßig. Ist das alles noch politisch irgendwie einzuordnen? Oder ist das nicht, also jetzt heißt das doch so schön semantisch, ob das nun Linke sind oder Rechte, ist eigentlich egal, es sind Kriminelle. Nein, es sind linke Kriminelle, das ist richtig. Aber es sind natürlich Linke, man kann das nicht wegdefinieren. Wenn man das historisch sich betrachtet, gab es immer zwei Linien der Linken. Es gab die friedliebende Linke, die Sozialdemokratie und Sozialisten, und es gab die Gewalttätige, die Kommunisten, und die Vorbilder der jetzigen Straßenkämpfer ist ja auch nicht die SA, sondern es ist der Rotfrontkämpferbund und seine Nachfolgeorganisation. In der Tradition sehen sie sich ja zum Teil, und die Symbole werden ja übernommen. Wobei das schon vereinfacht ist. Also das auch ist nicht jeder nicht. Kommunist ist gewaltbereit. Ich bin keiner, aber ich kenne einige. Sind etliche auch Pazifisten gleichzeitig? Sie sind nicht als Person unbedingt gewaltbereit. Aber sie sagen, wenn man dieses System überwinden will, wenn man ein neues aufbauen will, dann muss man zu Gewalt greifen, weil die Herrschenden die Macht nicht freiwillig aus der Hand geben. Das ist ja die einfache Legitimation. Und dann kommt die Selbstermächtigung, gegen den Staat, gegen die Polizisten vorzugehen, weil eine Revolution ohne Gewalt gibt es nicht. Ich glaube nicht, dass
das so politisch zu definieren ist. Wir haben bei den Gewalttätern sehr verschiedene Gruppen von Personen. Also wir haben tatsächlich, das kennen wir übrigens vom Fußball, es gibt ja nicht nur die Demonstration, solche Auseinandersetzungen, wir haben das exakt das gleiche Schema auch beim Fußball. Es kommen einfach zu den Fußballspielen, ich bin Mitglied bei Dynamo Dresden, kommen Personen, die überhaupt nichts mit dem Fußball, mit dem Verein am Hut haben, sondern die wollen am Wochenende ihre Randale haben. Und leider haben wir dieses Phänomen natürlich auch bei solchen Ereignissen wie jetzt in Hamburg. Ja, aber das sind Kriminelle, die kommen nur hin, um sich Schlachten mit Polizisten zu liefern, die Sachbeschädigung machen. Das ist ein Teil. Dann gibt es natürlich viele, das sind die Sie dann meinen. Aber es muss ja jemand organisieren. Die auch politisch motiviert kommen. Ja. Da gibt es sehr verschiedene Organisationsformen. Man muss auch nicht mehr in einem Verein dafür sein. Es gibt soziale Medien, es gibt Diskussionen dazu. Und dann gibt es viele, die sind politisch motiviert, die kommen dahin, aber in erster Linie wollen sie dort Protest ausdrücken. Die kommen aber die in einer enorm aufgeheizten Stimmung. Die kommen leider auch mit einer geringen Abwehr gegen Formen von Gewalt, gegen Sachen in erster Linie natürlich. Und dann ist natürlich ein Konflikt da, wie man damit auch umgeht. Ja, aber also irgendeiner muss ja die Zelle sein. Ja, das trifft die Situation in Hamburg ja nicht. Hier wurde über ein Jahr systematisch vorbereitet. Es wurde mobilisiert mit hunderten Straftaten schon im Vorfeld. Und es wurde angekündigt, hier wird es Gewalt geben, hier wird es Randale geben. Das ist ja angekündigt worden, das können Sie ja nachlesen. Und wenn Sie den Demonstrationsaufruf Welcome to Hell lesen, wer an dieser Demonstration teilnimmt, auch wenn er nicht gewaltbereit ist, der schützt ja die Gewaltbereiten. Und das war ja das Problem. Genau, das ist ein Fehler, der jetzt gemacht wird, dass also die Demonstrationswilligkeit bereits als Toleranz von Gewalt ausgedrückt wird. Wenn Sie mit Gewalt nur die Demonstration am Donnerstag, den Namen stelle ich mal außen vor, aber wenn da 12.000 Mann demonstrieren und dann sind da 1.000 Vermummte, die nicht bereit sind, sich den anderen zu leisten, dann sind da immer noch 11.000 übrig, die tatsächlich gewaltfrei demonstrieren wollen. Aber jetzt nehmen wir mal... Sie müssen, ja, das sind ja Eigentore. Aber keiner redet mehr heute darüber, welchen Inhalt die Proteste haben. Aber Herr Tempel, jetzt kurz mal Professor Schröder, auch Ausgangsfrage. Also und selbst diese 1.000 müssen ja in irgendeiner Weise eine Organisation, Zelle oder wer weiß was haben. Ja sicher, die haben das systematisch vorbereitet, die hatten Verstecke, wo sie das alles hinterlegt haben, was sie dann rausholen konnten. Sie haben sich vorbereitet, sozusagen umzuziehen auch, auf ein Stichwort hin. Sie haben, auch wenn Sie sich die Bilder mal anschauen, das ist ja fast schon paramilitärisch, wie Sie zurückweichen, wie Sie vorweichen. Das können Sie übrigens alles im Handbuch des Stadtguerillo von Marighella lesen, von 1970. Da ist der Straßenkampf beschrieben. Das ist wie eine Gebrauchsanleitung für Hamburg gewesen. Aber nochmal, Herr Tempel, wenn die anderen Demonstranten wissen, unter uns sind 1.000, 2.000, 3.000, die Gewalt ausüben wollen, dann müssen die sich davon distanzieren und müssen sagen, liebe Leute, keine Gewalt. Wir haben ein inhaltliches Anliegen, da stört Gewalt nur. Und das ist nicht geschehen, leider. Da gebe ich Ihnen zum Teil recht. Also mich stört auch diese fehlende Distanz zu Gewalt, gegen Personen, gegen Sachen. Trotzdem ist es natürlich nicht nur eine Aufgabe der Demonstrationsteilnehmer. Also auch die Einsatzstrategie. Wir haben das zum Beispiel in Berlin beim 1. Mai in den letzten 2 Jahren erlebt, dass man mit einer ausgeklügelten Deeskalationsstrategie durchaus die Teile derer, die politisch demonstrieren wollen und derer, die Krawalle suchen, durchaus vergrößern kann. Also dass man hier Teile und Herrscher auch macht und sagt, wir unterstützen kommunikativ auch natürlich die hier friedlich demonstrieren wollen, Signale setzen wollen. Ja, aber da hätte sich doch dann Ihre Landespartei in Hamburg, die ja nun der linkeste Verband ist, ich sag's mal platt, den es in Deutschland gibt, sich an die Spitze der Friedlichen stellen können. Das würde ich mir auch wünschen. Also ich weiß nicht, inwieweit Sie das getan haben oder nicht. Ich bin nicht Mitglied des Landesverbandes in Hamburg. Es ist ja auch nicht zahlenmäßig gerade der stärkste, den wir da haben. Aber der radikalste schon. Aber nochmal, wir haben überall Aktionsbündnisse. Mhm. Wir haben gemeinsame Demonstrationen, wo Ihre Jugendorganisation ist immer dabei. Ja, Kirchen, alle sind dabei. So, bis hin zu gewaltbereiten Antifa-Gruppen. Das gibt es ja. Warum gehen die denn Bündnisse ein? Ich glaube, dass Linke, die wollen, dass ihre Anliegen diskutiert werden, müssen sich distanzieren von politisch links motivierter Gewalt. Solidarisierung mit Gewalttätern lehne ich genauso ab und ich wünsche sie mir wesentlich stärker auch artikuliert. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht selbstkritisch, wenn wir etwas aufarbeiten wollen, auch Hamburg, dann gibt es mehrere Lager, die sehr selbstkritisch miteinander umgehen müssen. In meine eigene Richtung gesagt, in den linken Teil, ja, es muss wesentlich selbstkritischer
behandelt werden, mit welcher Toleranz man hier gegenüber auch gewaltbereiten Kräften umgeht, wie man das ausklammert. Also es stört mich sehr, wenn zum Beispiel jemand aus der Linken die Polizei in ihrem Einsatzverhalten kritisiert, aber gleichzeitig zur Gewalt von Demonstranten oder von scheinbaren Demonstranten nichts sagt. Ja. Nochmal, es muss eine generelle Ablehnung politisch motivierter Gewalt geben. Wir haben das staatliche Gewaltmonopol. Wer das in Frage stellt, der unterstützt, bis zu dem Punkt unterschreibe ich das. Der unterstützt sozusagen die schon. Und ich würde sagen, die Prävention, die beste Prävention, die es geben kann, ist, wenn die gemäßigte und die radikale, aber verfassungskonforme Linke sich von der extremistischen Gewaltbereiten distanziert und mit ihnen nicht mehr gemeinsame Sache macht. Das wäre der Punkt, wo man dann reden kann über Inhalte. Da sind wir wahrscheinlich auch anderer Meinung. Aber es muss über Inhalte diskutiert werden und nicht über Randale. Das ist doch der Punkt, den wir hier haben. Über deswegen, was? Ja. Also für die wirkliche Linke ist das, was in Hamburg passiert ist, ebenfalls richtig schlimm. Weil wer redet jetzt noch über deutsche Themen wie Rente, Altersarmut? Die sind komplett aus den Schlagzeilen verschwunden. Wer redet über die internationalen Themen, die tatsächlich Kritikpunkte waren? Die Linke ist doch eigentlich mit der Verlierer dieser ganzen Prozesse in Hamburg, weil ihre politischen Botschaften, ihre politischen Themen nicht debattiert werden. Stattdessen haben wir wieder eine Sicherheitsdiskussion, eine Law-and-Order-Diskussion, einen richtigen politischen Feldfall gegen links. Weil Sie einen Fehler gemacht haben, Sie und auch die SPD, die Grünen haben sich ja vorsichtshalber in die Büsche geschlagen und nicht viel gesagt. Sie haben behauptet, das sind keine Linken. Ja. Das war's. Wenn Sie sich die Geschichte angucken, das ist doch auch eine Gewaltgeschichte. Ist denn Lenin kein Linker gewesen? Che Guevara kein Linker gewesen? Mao kein Linker? Oder Ihre Honecker, Ulbricht? Also ich lasse mir von Ihnen jetzt aber nicht erklären, was ich als Links empfinde. Links hat für mich was mit Humanismus zu tun, mit solidarischem Gemeinwohl zu tun. Da, wo Linke und jemand, an die Macht gekommen sind, der Kleinwagen anzündet, haben sie ist für mich kein haben Linker. Haben Sie Diktaturen errichtet und haben Gewalt ausgeübt. Und in dem Land, wo Sie geboren und aufgewachsen sind, hat die kommunistische Partei SED mit Gewalt und Gewaltandrohung ja auch die Bevölkerung unterdrückt. Also wenn man sagt, es gibt zwei Linien der Linken, die einen sind die Friedliebenden, die anderen sind die Gewaltbereiten, das sehen wir in der Geschichte, das sehen wir bis zum heutigen Tag, dann haben wir einen Konsens. Ich sehe aber da schon eine gefährliche Pauschalisierung von links. Also was wird denn da pauschalisiert? Links, das, was Sie momentan, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich will Sie da nicht missverstehen, dann setzen Sie ja links mit Gewaltbereitschaft fast schon gleich. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gefährlicher Konsens. Also schon auch eine daran Strömung, erkennt man auch, dass das teilweise auch Wahlkampf damit gemacht wird, also die SPD. Ja, aber Schröder sagt jetzt eine Strömung, was Sie ja sogar auch schon gesagt nicht haben. Nicht die Linken insgesamt, sondern es gibt eine linke Strömung, historisch. Die Arbeiterbewegung ging ja auseinander, entschuldigen Sie. So, jetzt machen wir einen Break in eine hochspannende Diskussion, einer historischen Diskussion. Ich glaube auch, dass man das braucht, das Verständnis, wie so etwas auch entstanden ist in der Geschichte. Jetzt fragen wir mal doch nach draußen und kommen damit wieder nach Hamburg aktuell zurück, nämlich draußen am Pariser Platz, hier am Brandenburger Tor. Was denken Sie denn über diese Ereignisse von Hamburg? Ich glaube generell, dass wir, was den Schutz und die innere Sicherheit angeht, mehr machen müssen hier in Deutschland. Den Einsatz der Polizei würde ich nicht kritisieren wollen. Ich fand das Ganze allgemein sehr unmöglich. Ja, also von beiden Seiten. Die müssten viel mehr Gewalt ausüben dann als die Polizisten. Die müssten sehen, wenn da Menschen kommen vermummt, die müssten sie sofort einkesseln bzw. eher da sofort was tun. Gar nicht so frei rumlaufen lassen. Die wären nämlich immer frecher. Wenn man nur anreist, um Krawall zu machen. Man kann friedlich demonstrieren, aber was ich aus dem Ausland sah, war es einfach ein Krawalltourismus. Wenn es Möglichkeiten gibt, fände ich es gut, wenn das außerhalb von einer großen Stadt stattfinden würde. Weil das dann sicherlich ein bisschen gesitteter abgehen würde, denke ich mal. Das könnte eine Lösung sein. Oder eine Insel. Ja, wenn man an Ihre ehemaligen Kollegen, Sie waren Polizist, denkt und was die durchgemacht haben und wie viel Glück sie hatten, dass niemand dabei umgekommen ist, aber viele sind auch verletzt, schwer verletzt, wäre es dann nicht besser, man würde das auf eine Insel setzen. Das wäre doch eine Kapitulation vor dem Extremismus. Insofern ja, trotzdem muss man natürlich fragen, ob es Hamburg sein musste.
Also gerade direkt neben das Schanzenviertel so etwas zu setzen. Ich denke, dass man hier generell ein Zeichen von Stärke, von Härte setzen wollte, von Kompromisslosigkeit setzen wollte. Das ist das Gegenteil von Deeskalationsstrategie. Also in meinen Augen wurden hier auch Polizeibeamte verheizt, um entsprechende Bilder zu haben. Man wusste, welche Entwicklung das nehmen würde. Es wäre naiv. Es gab ja Warnungen ans Kanzleramt schon vom Verfassungsschutz, vom Bundeskriminalamt, dass genau das passieren würde. Also man wusste doch, worauf man sich natürlich einlässt. Aber dann heißt das, wir teilen Deutschland jetzt ein in einen friedlichen Teil, also Elmau in Bayern, wo alles ruhig war, und in einen Krawallteil und ziehen uns aus dem Krawall zurück? Das wäre das Eingeständnis. Richtig. Aber da die SPD das ja für ein aufgebauschtes Problem gehalten hat, den Linksextremismus, konnten sie das ja ruhig machen. Ich meine, es war eine Fehleinschätzung der Gewaltintensität. Dass es zu Gewalt kommen würde, war klar. Aber dass sie so intensiv und so eruptiv dann ausbricht, das hatte die SPD und die Polizeiführung offenbar nicht erwartet. Aber die Gewalt wäre auch gekommen, wenn die Polizei nicht gleich zu Anfang eingeschritten wäre. Das wissen Sie doch nicht. Doch. Die waren gewaltbereit. Sie sind wir sehen doch an den Einsatzstrategien in Berlin beim 1. Mai, dass ja, aber das ist doch eine andere Situation. Nein, wenn anderthalb Jahre mobilisiert. Ja, aber Sie müssen ja ausgerüstet gewesen sein. Ja, anderthalb also Jahre wird das vorbereitet. So, die wollten die Randale. An den Randal nehmen völlig verschiedene Personen teil. Ja, individuell ist jedes Einzelne zu verurteilen. Also niemand kann sagen, weil die Polizei mich provoziert hat, ist das jetzt gerechtfertigt, wenn ich Steine schmeiße. Die Rechtfertigung individuell gilt für niemanden. Trotzdem von der Entstehungsgeschichte weiß ich als Polizeibeamter, dass ich die habe, die nur deswegen anreisen. Ja. Dagegen kann ich auch deeskalativ nichts aber machen. Ist das jetzt, aber es gibt natürlich viele, die sich in dieser Situation aufheizen lassen, dass es eskaliert. Wir wissen alle, was gruppendynamische Effekte sind. Also ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, also ich denke mal dran, dass Sie hätten da ja auch stehen können als Polizist. Ja. Jetzt kommt, also Scholz und Merkel kamen zu Polizisten, da wurde ein Foto gemacht, sie bedanken sich, dass die Polizisten da so diese tolle Arbeit gemacht haben. Gestern war ein Konzert oder vorgestern in der Elbphilharmonie. Dann werden jetzt Polizisten eingeladen von der Gewerkschaft, wo sie Mitglied sind, GdP, zu einem Sonderurlaub oder sowas. Als sei das eine Naturkatastrophe, als hätten Polizisten jetzt im Hochwasser Menschen gerettet und würden dafür beglückwünscht. Ist das nicht eine völlig falsche Kategorie? Das heißt, Politik zieht sich aus der Verantwortung zurück. Ja, ich halte es für falsch und ich finde es übrigens auch schäbig, alles auf Scholz zu schieben. Scholz hat es in Abstimmung mit der Bundesregierung gemacht. Wenn, haben die gemeinsam die Verantwortung, das ist völlig klar. Aber nochmal, die Polizei war überrascht von der Gewaltintensität. Also zu unterstellen, aus Wahlkampfgründen hat Scholz das schleifen lassen und die Polizeiführung, das halte ich für absurd. Aber ich nochmal, lassen wir einmal dieses, ich meinte jetzt mit der Hochwasserkatastrophe, die fällt ja im wahrsten Sinn des Wortes vom Himmel. Man tut doch heute fast so, als sei das in Hamburg vom Himmel gefallen. Hat man das wirklich nicht wissen können? Weil man darüber die ganzen Jahre nicht diskutiert hat. Man hat sich zu Recht mit dem Rechtsextremismus und der rassistischen Mordserie beschäftigt, völlig zu Recht, mit dem Islamismus. So, aber man hat dann so getan, als ob es Linksextremismus nicht gibt. Und dadurch konnte man auch nicht sich entsprechend vorbereiten und war deshalb überrascht. Ich wundere mich, wer alles überrascht ist, was da geschah. Als ob man das nicht hätte wissen müssen. Ich glaube aber, die Überraschung ist geheuchelt. Also wie gesagt, die Warnungen waren da. Übrigens auch bei mir waren erhebliche Bedenken da, weil ich halt gerade mit Blick auf die Bundestagswahl, seit Januar geht das im Prinzip im Wochentakt, Strafverschärfung hier, Strafverschärfung da, Law-and-Order-Diskussion immer wieder. Es ist sehr schwer, soziale Themen im Wahlkampf zu platzieren. Und mir war relativ klar, zwei Monate vor der Bundestagswahl, so ein Ding in Hamburg und viele, die eben linke Politik auch völlig falsch verstehen. Aber Herr Tempel, also jetzt geht... Herr Scholz ein Interesse haben als SPD-Politiker? Ich habe keinen Vorwurf gegenüber Herrn Scholz gemacht. Nein, aber warum sollte er? Aber jetzt mal Stichwort... Also auch die SPD in die Nähe solcher linken Szenen zu setzen, die SPD ist mittlerweile vom linken Spektrum so weit weg wie die Lufthansa von Mondflügen. Naja, also, die Jusos sind auch, auch immer mit dabei. Aber noch mal einmal kurz Wahlkampf. Also jetzt fordert hier die Berliner Linke die Aufhebung des Vermummungsverbots, sozusagen als erste Leistung der Deeskalation. Ist das Wahlkampf? Ist das Wahnsinn?
frage ich Sie mal als ehemaliger Polizist, das Vermummungsverbot aufsehen. Das von der Einsatzsituation. Also wir haben häufig, ich meine jetzt nicht nur Hamburg, sondern aber stehen sehr, Sie dahinter? Sehr, sagen sehr Sie häufig Vermummung? Die Diskussion, ich würde es sehr gerne diskutieren. Wir haben sehr häufig die Situation, dass wir eine Veranstaltung haben, 10.000 Demonstrationsteilnehmer, 500 sind nicht bereit, die Vermummung abzulegen. Mhm. Und am Ende haben wir auf beiden Seiten Verletzten zur Durchsetzung des Vermummungsverbots. Das halte ich vom Verhältnismäßigkeitsprinzip, was ja verfassungsgemäß uns vorgegeben ist. Ja, wenn der Staat in die Grundrechte seiner Bürger eingreift und so weiter, halte ich das für absurd, dass wir... Also Sie sagen generell nein, aber es kommt auf die jeweilige Situation an. Was sagen Sie zum Vermummungsverbot? Naja, die Vermummung hat ja mehrere Funktionen. Die Vermummung soll als schwarzer Block soll einmal zeigen, wir sind eine gemeinsame Truppe hier, soll Identität schaffen, soll Angst und Schrecken den Leuten einjagen. Mhm. Im Übrigen, ich glaube, den schwarzen Blockleuten ist gar nicht bekannt, wer in der Weimarer Zeit die Schwarze Front war. Mhm. Das war die Kampfgemeinschaft revolutionärer Nationalsozialisten. Die haben sich auch schwarz gekleidet und haben Straßenrandale gemacht. Die sind da weit von entfernt inhaltlich. Mhm. Das ist völlig klar. Aber das wäre ja das Thema. Aber die Vermummung, ich weiß nicht, ich mein, wer sich vermummt, hat was vor. Das, die vermummen sich ja nicht also aus Spaß. Sie waren dicht dran, glaube ich. Also den ersten Teil würde ich so unterschreiben, wie Sie es gesagt haben. Den zweiten Teil müssen Sie jetzt erstmal anhören. Es hat auch nein, den zweiten Uniformierung zu tun. Lassen Sie ihn erstmal ausreden. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass man prinzipiell gewaltbereit ist und situativ abwartet, ob sich eine Gelegenheit ergibt, günstig Gewalt auszuüben. Und haben dafür Sie schon mal mit Leuten aus dem Schwarzen Block gesprochen? Ich finde es nicht gut übrigens. Also Sie haben also mein mit Politik, denen gesprochen. Na, muss ich. Das ist meine Aufgabe. Mein Politikstil ist Gesicht zeigen. Mhm. Das kommuniziere ich auch. Das ist mein politisches Dann sagen Verständnis. Sie den Leuten das doch. Das sage ich doch. Also wenn ich wohne in der Nähe von Leipzig. Also da können Sie mir glauben, ich habe solche Diskussionen. Ja, ja. Aber es gibt dann wundert Medien, mich, wo man wunderbar das diskutiert. Aber da muss ich trotzdem fragen, dass die Linken in Berlin sagen, wir heben das Vermummungsverbot Sie auf. Als widerspricht dem. Weil ich dafür werbe, sich nicht zu vermummen. Ja. Aber trotzdem, wenn man mit denen spricht, also bei Weitem, es ist eben nicht so, dass man es macht, die gibt es auch, selbstverständlich, aber es hat nicht automatisch mit der Absicht zu tun, Straftaten zu begehen. Nur also potenziell, Straftaten, nur potenziell. Ja, also, wenn sich die sondern Situation, es ist einfach auch die reagieren ja auch ein Abwehrverhalten gegenüber das Verbot des Staates. Also ich höre von solchen Leuten zum Beispiel sehr häufig, die Polizeibeamten sind doch auch vermummt. Absurd, ich teile diesen Vorwurf nicht. Trotzdem, es ist eine Gegenreaktion gegen den Staat. So, jetzt bleibt uns leider nur noch eine Minute, aber so spannend war das und so spannend ist auch dieses Thema und geht wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause auch weiter. Zum Schluss nur ganz kurz, Herr Dempel, vieles hört sich jetzt nach Wahlkampfgetöse an, was jetzt da gesagt wird. Wird sich wirklich etwas ändern und was, sagen Sie nur einen Satz, was muss sich ändern im Blick, dass Hamburg sowas nicht mehr passiert? Ich glaube, da wird sich momentan leider gar nichts ändern, weil es eine Schwarz-Weiß-Diskussion ist. Mhm. Entweder ist die Schuld nur bei den Linken oder nur beim Staat. Wenn beide Seiten nicht überlegen, wie sie da abrüsten, wir brauchen eine innerpolitische Abrüstung hinkriegen. Wie sehen Sie die das? Sehe ich momentan wird nicht. Sich was ändern oder ist das jetzt? Wir müssen uns intensiver mit Linksextremismus und Gewaltbereitschaft auseinandersetzen. Und wir müssen oder dürfen nicht das Gegeneinander ausspielen, Rechts- gegen Linksextremismus oder Islamismus, sondern eine offene Gesellschaft muss sich mit den Feinden der offenen Gesellschaft intensiv auseinandersetzen. Gut, da hätten wir politisch wieder die beiden Familien- und Jugendministerinnen. Die eine, die sagt, wir beschäftigen uns damit, die andere sagt, das ist überzogen. Ja, aber ich bedanke mich herzlich. Frank Tempel von der Linkspartei und Professor Klaus Schröder, Freie Universität, der Experte für Linksextremismus. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder.